Bücher, Freunde, und herzlich willkommen bei meinem Highlight-Adventskalender. Heute schon im 21. Türchen. Das heißt, wir nähern uns dem Heiligabend mit großen Schritten und es ist gar nicht mehr viel zwischen uns und diesem wunderbaren Abend. Und dementsprechend jetzt heute natürlich auch wieder mit einer Buchempfehlung und diesmal mit einer Reihe. Und zwar Die Farben der Schönheit von Corinna Bohmann. Eine Buchreihe, die im Februar ihren Anfang genommen hat mit Sophias Hoffnung, weiterging mit Sophias Träume im Juni und dann jetzt geendet hat im November mit Sophias Triumph. Ich alle drei Bücher gehört habe und ich hier sehr begeistert auch bin von Caroline Mask von Oppen, die die Sprecherin der Hörbücher ist und mir hier auch viel Spaß gemacht hat. Bisher ist noch keins der Bücher bei mir eingezogen, aber ich denke mal, so stellvertretend wird es in diesem Jahr, denke ich, dann vielleicht doch noch eins der Bücher werden. Ich habe Corinna Bohmann und diese Reihen im Grunde so ein bisschen für mich entdeckt durch die Frauen vom Löwenhof, die glaube ich 2018 erschienen sind, die mir auch viel Spaß gemacht haben, bis auf den dritten Band, der war nicht so ganz meins. War hier aber sehr gespannt auf die Geschichte eben von Sophia. Die beginnt nämlich in Berlin 1926 und sie lebt in einer relativ wohlhabenden Familie, wird auch gefördert von ihrem Vater, bis sie eines Tages etwas mit ihrem Dozenten anfängt, der ihr auch so ein bisschen, natürlich vorgaukelt, dass er sie liebt und sie heiraten werden und sie wird dann schwanger und er steht aber überhaupt nicht zu ihr. Ganz im Gegenteil, er sieht sich eben in seiner Zukunft doch woanders und jetzt steht Sophia eben da, soll allein alleinerziehende Mutter sein in einer Zeit, in der das gar nicht einfach ist. Sie wird von ihrem Vater herausgeworfen, kommt dann bei ihrer Freundin Henny unter und beide machen sich dann auf nach Paris, denn Henny möchte dort Tänzerin sein und wird es auch. Und beide teilen sich dann auch beginnend erst eine kleine Wohnung, bis es dann eben einen Schicksalsschlag auch in Sophias Leben gibt, von dem sie sich so über die ganze Reihe nur schwer erholt. Allerdings treffen wir dann auch auf Helena Rubinstein und Elizabeth Arden, die eine große Rolle in den drei Büchern spielt, denn wir lernen auch was über den Puderkrieg, den es tatsächlich so gegeben hat und sind dann eben nicht nur auch in Berlin, Paris, sondern auch in New York unterwegs und begleiten Sophia eben in ihrem Leben auf der Suche nach Glück, nach Liebe, nach Freundschaft und wie das eben auch einfach zu der damaligen Zeit ein bisschen so war. Besonders hervorheben möchte ich wirklich dieses wunderbare Zeitgefühl, was Corinna Bohmann bei mir hereingebracht hat. Also man kommt sich wirklich vor wie in den goldenen 20ern. Man riecht förmlich die Zeit. Es wird einem Berlin wunderbar beschrieben, aber auch Paris und New York und die jeweiligen Zeit, natürlich dann auch die 30er Jahre. Und es macht unglaublichen Spaß, so ein bisschen auf Zeitreise zu gehen und gleichzeitig eben diese Städte für sich zu entdecken. Es ist super spannend, so ein bisschen den Werdegang der Kosmetik zu treffen, wie eben alles so ein bisschen mit Elizabeth Arden und Helena Rubinstein begann, was ja tatsächlich auch einfach so gewesen ist. Diesen Puderkrieg gab es tatsächlich wirklich, das könnt ihr gerne mal auf Wikipedia nachlesen, super spannend. Und wie eben Sophia sich da einfindet in diese Geschichte und wir eben Historisches haben, was tatsächlich so passiert ist, mit aber einer fiktiven Geschichte, mit einer Protagonistin, die es natürlich nicht in dieser Art gab. Das macht Corinna Bohmann für mich wirklich besonders. Sprachlich gefällt mir die Reihe unglaublich gut. Man fühlt sich da wirklich angekommen, mitgenommen. Es hatte für mich im zweiten Band die ein oder andere Schwäche, weil es eine Wendung nimmt, die ich persönlich nicht gebraucht hätte, die aber doch irgendwie dann, ich sag mal, spätestens im dritten Teil wieder Sinn macht und man sagt, okay, ich kann verstehen, warum Corinna Bohmann diesen Weg gegangen ist. Es ist eben so ein bisschen ein Ausschnitt dieses Lebens, dieser jungen Frau, die eben erwachsen wird, die im Grunde einfach Freunde trifft, die Liebe trifft und eben auch doch mit Schicksalsschlägen auch zu tun hat und man darf natürlich auch nicht sagen, so wie sie da so ein bisschen rumkommt, ist das wirklich ganz, ganz toll. Ich finde tatsächlich, dass Corinna Bohmann hier etwas mit den Frauen als Charakter macht, was zum Beispiel Jeffrey Archer eben mit den männlichen Protagonisten seiner Geschichte macht. Wir haben hier natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, bis auf das eben tatsächlich Jeffrey Archer in der Regel über Männer schreibt, während Corinna Bohmann eben sehr oft das weibliche Geschlecht herannimmt und ich das tatsächlich gut finde, wie Corinna Bohmann das macht, wie sie Frauen zeichnet, wie sie die Gesellschaft zeichnet, wie sie uns zeigt, wie der Weg im Grunde auch einfach der Frauen in der damaligen Zeit war. Man natürlich so etwas historisch gemixt das hat mit diesen Werdegängen und das fand ich toll. Das hat mir schon bei den Frauen vom Löwenhof im Band 1 und 2 super gut gefallen und das hat mir jetzt auch hier bei der Farben der Schönheit super gut gefallen und es war wirklich ein Hörgenuss, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der mich gut unterhalten hat in allen drei Bänden, der manchmal so ein bisschen an Länge hat, ich das aber tatsächlich im Hörbuch überhaupt nicht schlimm finde und mich tatsächlich trotzdem gut unterhalten gefühlt habe und hier wirklich merke, man hat hier etwas ganz Besonderes an Liebe auch in den Charakter gelegt. Man merkt, dass Corinna
wo man einen gefühlt sehr engen Bezug zu Sophia hat und da so viel echtes Menschenleben drin steckt und Emotionen und Erfahrungen und ja, was mir einfach großen Spaß gemacht hat und das ist für mich auch einfach zu einer ganz tollen und besonderen Reihe macht und mir einfach großen Spaß in diesem Jahr gemacht hat. Und auch die Sprecherin möchte ich natürlich lobend erwähnen, weil ich wirklich finde, dass Caroline Mask von Oppen hier wirklich einen ganz, ganz tollen Job macht und mich ja natürlich auch diese Geschichte dann einfach so besonders hat erleben lassen. Und das war es jetzt auch schon, das 21. Türchen. Ich bin echt Wahnsinn, wie die Zeit irgendwie jetzt doch vergangen ist. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß mit dem Highlight hattet und vielleicht kennt ihr es ja auch schon, dann lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber quatschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderbaren 21. Dezember und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.